So, schöne gute Mutter, alle gut und dabei sind. Ich bin froh, dass ich meinen Tag ziemlich lange auf Haus ist, heute kann ich zu begrüßen bei einem Webcast. Das geht über ein Thema, das mittlerweile aber wird sämtliche Formateure und Enseignanten wahrscheinlich weltweit brennend interessieren, und zwar wieder sein Online-Unterricht kann man interessant gestalten. Und für das halt zu präsentieren, begrüßen wir den Felix Graf Consolati, den auch eine Reihe Formationen zu dem selben Thema um IFA noch anbietet. Vielleicht könnt ihr euch das auch angucken gehen. Du hast noch anscheinend die eine oder die andere Platz frei. Und für das Ganze zu moderieren, begrüßen ich den Jeff Hennico, den hier bei uns an der Division von der Schulentwicklung Troll vom ICN, Instituteur pour Compétences Numériques, hat. Und ich gebe vier Stunden, Chef, dass ich dir dann fortgehen und dass, voilà, und dass du als durch das Webcaster feierst. Dann auch ein herzliches Hallo von mir. Sehr spannendes Thema, was wir heute haben. Und Felix, ich würde gleich mit einer Frage anfangen, die super hier reinpasst. Wenn ich dann meine Online-Veranstaltung hier starte und ich das Gefühl habe, sind die Leute überhaupt da? Was kann ich dann machen, um zu wissen, ob die Leute da sind? Wie kann ich die in die Veranstaltung reinkriegen quasi? Jeff, danke für die kurze Nachfrage. Also ich finde es ganz wichtig, dass wenn die Teilnehmer erstmal Platz genommen haben, direkte Ansprache, ja, also wirklich auch fixieren in die Kamera schauen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht zu weit unten hinschauen, ja, also wirklich in die Kamera schauen und die Teilnehmer auch beobachten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, man ist dazu immer geraten, man schaut immer so unten hin, ja, wo die Leute sind. Wirklich die Augen oben behalten. Ich habe mir da hier wirklich, kann ich dir mal zeigen, Jeff, so einen kleinen Elefanten dahin gemacht. Den habe ich tatsächlich neben meine Kamera hier oben positioniert und dann schaue ich den immer an, dass ich wirklich darauf achte, dass ich nicht runterschaue. Und was auch ganz wichtig ist, ist aufrecht sitzen, dass der Ton einfach gut ankommt. Weil wenn ich so zusammengekauert sitze, dann wird der Ton auch relativ schlecht. Deswegen einfach darauf achten am Anfang, schöne direkte Ansprache, um die Teilnehmer dann in den Kurs zu holen. Ja, und dann geht es natürlich auch um den Einstieg, gell, Jeff? Vielen Dank schon mal. Dazu fällt mir gleich noch eine Frage ein. Ich weiß nicht, wie du das handhabst. Ich benutze oft zwei Bildschirme bei Online-Veranstaltungen. Habe ich das Problem, dass ich oft gar nicht zu den Veranstaltern schauen kann, weil ich meine Präsentation auf dem zweiten Bildschirm habe. Wie handhabst du das dann? Also ich habe auch zwei Bildschirme, mit denen ich arbeite. Ich habe tatsächlich das so gemacht, dass ich diesen Hauptbildschirm, also das ist jetzt der Bildschirm, wo ich jetzt gerade zum Beispiel hinschaue, dass ich den einfach öffne. Da ist meine Teams-Veranstaltung und ich habe die andere Veranstaltung dann zwar auf einem zweiten Laptop, aber ich habe diesen Laptop so positioniert, dass der nicht irgendwo hier drüben ist oder dass der hier irgendwo drüben ist, sondern der ist direkt daneben. Das heißt, jetzt kann ich einfach hier unten auf die Seite gehen. Ich kann natürlich zwischendurch mal runterscrollen, aber der ist quasi in der, ja, quasi in der Senkrechte unterhalb der Kamera, also nicht zu weit verschoben. Und dann habe ich nicht das Problem, dass ich mich immer drehen muss zwischendurch. Klingt sehr einleuchtend. Danke für den Tipp. Ich glaube, ich müsste mir da bei meinem Setting noch ein bisschen was überlegen. Auch das mit dem Elefanten ist, glaube ich, ein guter Trick, weil dann erinnert man sich dran, in die Kamera eigentlich zu gucken. Jo, ich habe die Leute dann in meiner Veranstaltung drin. Und wie würdest du dann beginnen? Würdest du quasi die Leute gleich versuchen zu aktivieren, dass die mit dir kommunizieren, oder würdest du eher was präsentieren am Anfang? Wie würdest du der quasi dann den Einstieg formulieren? Also ich finde es ganz wichtig, dass am Anfang jeder zu Wort kommt. Das heißt, dass jeder etwas sagt am Anfang. Ich finde, es ist nichts schlimmer, als wenn ich direkt mit einem Monolog beginne. Das heißt, man muss sich überlegen, die Aktivierung online sind 8 Minuten, Jeff. Ja, also nicht mehr und nicht weniger, es sind tatsächlich nur 8 oder 9 Minuten. Dann muss ein neuer Inhalt kommen. Ja? Ich habe meine Präsentation ja offen, man sieht das jetzt schon. Ich habe verschiedene Aktivierungsübungen, die ich hier zum Beispiel mache. Nur mal kurz ein, zwei Beispiele. Vorstellen mit einem Foto baue ich gerne mit ein. Also jeder Teilnehmer hat ein Foto, wo er irgendwas Vertrautes hat, wo er selbst zu sehen ist, wo zum Beispiel auch vielleicht etwas zu sehen ist, was ihn bewegt und begeistert. Und das hält er einfach in die Kamera rein. Ja? Also das kann jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt mal so eine Fotokarte sein, die ich dann hier in die Kamera halte. Etwas, ein bisschen länger vielleicht, etwas, was mich wirklich bewegt, begeistert, was mit dem Thema zusammenhängt. Das mache ich oft als Einführungsrunde, um auch zu schauen, ob jemand wirklich vielleicht auch Probleme hat mit der Kamera, einfach das am Anfang zu testen, ja. Eine weitere Möglichkeit, was ich ganz gerne mache, ist tatsächlich
Vorstellung mit dem Anfangsbuchstaben des Namens. Also ich heiße Felix, könnt ihr jetzt auf dem Blatt Papier F-E-L-I-X untereinander schreiben und F steht für die Stadt, wo ich herkomme. E ist beispielsweise mein Lieblingsgericht. L ist zum Beispiel etwas, was ich gerne mache, Lachen. E ist eine Lieblingssportart und X steht für ein Musikinstrument, zum Beispiel ein Xylophon. Ja, ist mir jetzt gerade bei X mal eingefallen, viel mehr gibt es auch nicht mit X. Das ist so eine ganz schöne Visualisierung, wie ich so einen Kurs quasi beginnen kann. Okay, ich gehe jetzt mal von der Situation aus, in der sich viele von uns befinden. Ich bin in meiner Klasse, die kennen sich ja natürlich alle schon. Würdest du das dann machen? Also quasi als morgendliches Ritual könnte ich mir vorstellen, dass du, wie war euer Wochenende oder so, machst, um die Leute zu aktivieren? Oder wie würdest du das vorstellen, quasi, wenn die Leute sich schon kennen? Ja, also wenn die Leute sich schon kennen, ist es tatsächlich schön, zusammen eine Geschichte zu erzählen. Das mache ich ganz gerne. Also ich kann das mal kurz zeigen. Es gibt da einige Tools zu dem Thema. Ja, es gibt aber solche wunderschönen Tools, die heißen EduPads. Ja, also edupad.ch geschrieben. Das ist ein Schweizer Tool und man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Es ist einfach ein Blatt, was ich nehmen kann, ein virtuelles Blatt Papier, Jeff. Also nicht mehr und nicht weniger. Und das kann ich jetzt einfach an meine Teilnehmer hier normalerweise in den Chat stellen. Ja? Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel den Anfang einer Geschichte reinschreiben. Es war einmal ein Zwerg, Punkt, Punkt, Punkt. Könnte dann hier oben den Link nehmen, ihn in den Chat stellen und dann zum Beispiel sagen, ich übernehme jetzt mal eben den Part, zum Beispiel Michael, schreibe einen weiteren Halbsatz hinzu. Und dann schreibt er hier zum Beispiel an dieser Stelle hinzu, der hatte Angst vorm schwarzen Mann. Und dann gebe ich die Rolle weiter an den Nächsten, zum Beispiel die Anna, die heute auch mit dabei ist. Dann sage ich, Anna, schreib bitte einen weiteren Halbsatz mit dazu. Und dann schreibt die Anna zum Beispiel rein, am Dienstagmorgen suchte er einen Platz zum Schlafen. Also ihr seht das, ich mache das jetzt hier in der Schnelle. Und dann kann man das wirklich relativ schnell so als Geschichte einbauen, ja. Eine Sache noch zu diesem Punkt, ja, das geht auch, lieber Jeff, das geht zum Beispiel auch als Whiteboard. Also ich habe zum Beispiel zahlreiche Funktionen, weil wenn du mich zum Beispiel fragst, kann ich das auch zeichnen? Klar, ich habe hier über draw.chat, ein auch kostenloses Tool, kann ich hier ein Whiteboard starten und jetzt kann ich das auch ganz normal, diesen Link hier oben einfach teilen mit meiner Gruppe und jetzt hat kleine Aktivierung hierzu, könnte ich zum Beispiel, ich zeige euch das mal kurz, könnte ich hier 6 Stängel vorgeben von einer Blume, ja, also auf die Schnelle einfach mal ein kreatives Beispiel von mir. Und jetzt könnte ich das auch wieder reinstellen in den Chat und zu jedem Teilnehmer sagen, bitte fertige deine eigene Blume an und der kann dann natürlich hier anfangen zu zeichnen, diese Blume, ihr seht das, eine wunderschöne Blume, die ich hier zeichne, ja. Und so ist es eine schöne Aktivierungsübung, die ich mit jemandem machen kann, den ich schon kenne, zum Beispiel. Finde ich sehr spannend. Teilweise gibt es ja auch Pendants zu den Tools, die du jetzt gezeigt hast, in Teams selbst, was ja viele Lehrer benutzen. Du hast mir aber schon im Vorfeld gesagt, dass du diese externen Tools, die du jetzt benutzt hast, präferieren würdest. Kannst du uns erklären, warum du das so ist? Ja, also ich finde die Tools in Teams tatsächlich auch, vor allem das Whiteboard kann ich auch immer wieder nutzen. Es kommt immer darauf an, muss ich ganz ehrlich sagen, was du für Nutzer bist. Ich bin jetzt selber zum Beispiel Apple-Nutzer. Ich habe mit Teams, gerade was sowas angeht, mit Inhalte teilen, vor allem auch so Whiteboards, manchmal auch einfach Probleme gehabt. Und ich, und das ist das Wichtige, auch mein Wichtiges, was ich mitgeben möchte allen Lehrer und Lehrerinnen, es ist immer wichtig, eine Alternative zu haben. Ja? Also man kann die Tools auch direkt natürlich in Teams nutzen. Es gibt außerhalb Teams natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Aber es ist unglaublich wichtig, eine Alternative zu haben. Und wenn das Whiteboard nicht geht,
habe ich das Draw-Chat. Wenn ich normalen Pads hier in Teams habe, habe ich ein Edu-Pad. Ja? Verstehst du, Jeff? Immer eine Alternative finde ich wichtig. Nicht so in erster Linie, dass ich hier einfach wirklich auch darauf achten kann, dass ich einfach wirklich abgesichert bin. Weil sobald Unruhe entsteht, das merkt man oft, schauen die Leute auf einmal so umher in so einer Schulung. Und es ist wichtig, Augen beim Elefanten oder bei der Kamera zu haben. Das erinnert mich quasi jetzt an die nächste Frage, die ich an dich hatte. Und das Problem habe ich auch oft selbst in Weiterbildung. Es gibt einige Schüler oder auch Teilnehmer dann bei den Veranstaltungen, die die Kamera nicht anhaben wollen oder keine Kamera haben. Dann weißt du nicht, ist der überhaupt noch da? Ist der auf dem Klo oder wo ist der? Man kann die Schüler ja kaum zwingen, die Kamera anzuhaben. Wie würdest du das handhaben? Ja, also zwingen kann man die Schüler nicht. Es ist wirklich wichtig, dass man am Anfang das sagt. Wenn möglich, versucht die Kamera anzuhaben. Du merkst es vielleicht schon bei mir, ich spreche dich zwischendurch ja auch immer direkt an, wo ich dann zum Beispiel sage, Jeff, kannst du das nochmal kurz wiederholen oder ich nehme deinen Namen mit auf. Bei mir diese Regel 7-8 Minuten, ich achte da tatsächlich auch wirklich drauf, dass ich jederzeit mal einen Schüler und eine Schülerin kurz aufrufe. Ja? Anna, kannst du das nochmal zusammenfassen? Michael, hast du dazu eine Frage, auch nur mal so was Einfaches? Peter, wie stehst du denn zu dem Standpunkt? Ja? Und so kann ich auch einerseits garantieren, dass die Schüler und Schülerinnen natürlich anwesend sind. Und was ich auch manchmal mache, ist auch ein kleiner Praxistipp von mir, ich frage die Gemütsstimmung zum Beispiel ab. Das heißt, gebt eure aktuelle Gemütsstimmung frei mit Hilfe eines Emojis. Und es gibt da ganz viele Seiten, emoji.com, also ganz viele Seiten, wo ich Emojis herkriege. Und jeder lädt dann ein kurzes Emoji rein, wie er sich fühlt. Das kann jeder machen, das ist dann auch anonym. Und ich sehe dann lachendes oder weinendes Emoji und so weiß ich, dass jeder Schüler auch noch anwesend sind. Das sind so ein paar Tipps und Tricks von mir. Ich kann natürlich nie ganz garantieren, dass alle immer jederzeit dabei sind. Aber das ist ja auch im Live-Unterricht so, ne? Der Schüler kann ja physisch präsent sein, aber mit dem Kopf ganz woanders. Nur, dass wir das sehen. Das ist ja so eine fiktive Kontrolle, die wir als Lehrer denken zu haben. Ja, das stimmt. Also das ist, muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Und so wissen wir es natürlich sowohl im Präsenzunterricht sehen wir den Schüler dann schlafen und im Online-Unterricht müssen wir uns eben anders zu helfen wissen. Aber zwischendurch wirklich kann ich auch nur den Tipp geben, wirklich immer aktivieren, immer auch die Schüler und Schülerinnen mit einzubeziehen und sei es mit etwas Spielerischem. Es gibt ja auch viele spielerische Möglichkeiten. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz spannend, das mit den Emojis zwischendurch abfragen. Ich werde das sicher auch in meinen Weiterbildungen einsetzen, finde ich ein toller Tipp. Jetzt machen wir einfach mal das hypothetische Beispiel. Ich bin Lehrer, ich habe meinen Alltag, einige Schüler sind ja in der Klasse präsent, andere Schüler sind zu Hause, wie wir das jetzt aktuell haben. Würdest du die Schüler dauerhaft, die zu Hause sitzen, dabei haben? Würdest du das anders aufbauen? Ich weiß, jetzt eine komplizierte Frage eventuell. Wie kann ich am besten mit dieser komischen Situation jetzt umgehen, die wir haben? Am besten schilderst du mir erstmal ganz kurz genau, wie die Situation ganz genau konkret ist, weil in einem konkreten Fall können wir das auf jeden Fall deutlich einfacher durchgehen. Also ich habe jetzt meine Klasse, es sind, sagen wir mal, 15 Schüler, 7 davon sitzen zu Hause, die anderen sitzen in der Klasse. Jetzt würde ich, wenn ich eine reine Online-Klasse hätte, nicht alles quasi wie in der Schule machen, alles frontal, die Schüler die ganze Zeit online haben, sondern eher Sprachstunden etc. etc. Aber jetzt habe ich doch andere Schüler in der Schule präsent. Das heißt, ich habe so ein Mischformat, was es für mich persönlich sehr schwierig machen würde, das irgendwie zu kombinieren. Ja, es ist tatsächlich, und da lege ich mich auch fest, eine große Herausforderung, weil ich muss einerseits natürlich schauen, dass ich das aufnehme, dass die Schüler und Schülerinnen das zu Hause auch sehen können. Ich muss andererseits aber natürlich auch darauf achten, dass ich meine Klasse in Präsenz nicht verliere. Sagen wir es aber so, was mein Erfahrungswert ist. Ja, es ist wichtig, auf alle zu schauen. Es ist tatsächlich wichtig, nicht sich nur um die Klasse zu kümmern, die dort ist. Es ist auch extrem wichtig, sich nicht nur um die Klasse zu kümmern, die online jetzt davor sitzt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Klasse zugeschalten habe über Teams, ja, dann kann ich die Frage in Präsenz stellen und dann zum Beispiel irgendwann mal sagen, ja, wenn es jetzt momentan keiner von euch weiß, wie ist es denn mit denen, die momentan hier nicht physisch anwesend sind? Anna, was meinst du dazu? Ja? Und dann stellt sie natürlich eine Frage. Ich müsste natürlich da vielleicht ein Mikrofon oder einen Lautsprecher haben und ich beziehe sie mit ein. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg momentan, ja, dass man wirklich auch alle mit einbezieht und dass man wirklich darauf achtet, dass man die zu Hause nicht verliert.
Weil die Aufmerksamkeitsspanne in der Klasse ist zwar auch gering, aber deutlich höher als vor so einer Online-Veranstaltung. Das muss dann auf jeden Fall bewusst sein. Deswegen mein Ansatz auch gerne mal etwas Spielerisches einbauen. Ja? Also ich kann dir mal gerne ein kurzes Beispiel zeigen, wenn es dich interessiert, an der Stelle, wie ich etwas Spielerisches einbaue. Manchmal spiele ich tatsächlich einfach mit meiner Klasse so eine Runde GeoGuessr. Ja? Das kennt der ein oder andere sicherlich. Und das kann ich zeitgleich in der Klasse und auch für die zu Hause machen. Also wer das noch nicht kennt, man kann hier zum Beispiel hier drauf gehen. Ich kann jetzt hier mal etwas starten. Und ich werde irgendwo aus der Welt ausgesetzt, wie hier, und muss dann quasi raten, wo ich mich befinde. Ja? Also ich muss mich hier bewegen, kann mir überlegen, wo könnte das sein? Ist das eher was Asiatisches? Und das kann ich mit den Schülern und Schülerinnen natürlich super machen, weil ich kann es natürlich einerseits denen zu Hause präsentieren und auch denen in der Klasse. Und dann sammle ich als Lehrer oder als Lehrerin einfach die Informationen und dann gehen wir einfach mal hier auf Asien. Raten einfach mal, ja, und dann muss ich eben genau raten, wo das ist. Das ist so eine Aktivierung, die ich habe, die ein bisschen spielerisch ist, wo man halt zum Beispiel mitarbeiten könnte zwischendurch. Spannend, auf jeden Fall. Da kommt mir auch gleich die Idee, eventuell Kleingruppen zu bilden, wo man die Schüler in Präsenz und die zu Hause kombiniert. Jetzt sagen wir zwei Schüler, die in Präsenz sind und zwei Schüler von zu Hause, auch wenn gegebenenfalls, dass man jetzt ein Tablet oder ein Laptop in der Klasse hätte pro Gruppe. Würdest du das empfehlen oder siehst du das als schwierig an? Finde ich eigentlich gut, dass man die Gruppen bildet. Meine Frage an dich wäre jetzt, wie würdest du das zum Beispiel aufbauen, um mal die Frage zurückzugeben? Also wie könntest du dir das vorstellen? Wie siehst du das technisch, dass man das technisch umsetzt? Also ich stelle mir es dann so vor, dass ich ausreichend Tablets in meiner Klasse hätte, sodass quasi Schüler in Dreier- oder Vierergruppen gemischt dann präsent und gemischt online sind und dass die Aufgabenverteilung halt dann auch sehr geschickt gewählt ist, dass zum Beispiel die Schüler zu Hause, die ja vor dem Rechner sitzen, hoffentlich, und nicht vor dem Handy, dann auch eher das, die Recherche machen können und die anderen könnten das Plakat in der Schule vorbereiten. So hätte quasi jeder seine Stärken und wir nutzen die Situation zu unserem Vorteil. Also das Beste aus der Situation machen wäre jetzt meine Idee. Ja. Das, was du ansprichst, ist halt ganz klar das Prinzip der Kopplung. Das heißt, ich suche wie bei zwei, man muss sich das vorstellen wie zwei Eisenbahnwegen, ja. Der eine bereitet was vor und der andere kann nicht losfahren, bevor nicht der Grundsatz fertig ist. Und wenn eben das vorbereitet ist, kann er andocken und dann kann der gesamte Zug fahren. Genau diesen Ansatz, den du da gerade grob angerissen hast, sehe ich als bestmöglichstes Format momentan. Das heißt zum Beispiel auch, man kann zum Beispiel den zu Hause, ich habe ja vorhin dieses EduPad gezeigt, ja. Das heißt, man kann den einen Link schicken und ich mache nochmal das EduPad kurz auf, dass man das nochmal sieht. Ja, und kann die hier zum Beispiel einfach brainstormen lassen zu Hause, ja, Grundgedanken hier reinschreiben, Ideen hier reinschreiben, einfach was ihnen einfällt und dieses fertige Dokument, was dann fertig ist, über Teams mit der Lehrkraft oder der Lehrerin teilen und die zeigt es dann der Klasse und die müssen aus diesem Baustein dann zum Beispiel eine Geschichte formen oder so, ja. Das sehe ich momentan tatsächlich als allerbesten Ansatz, das irgendwie geschickt miteinander zu verbinden. Aber da sind natürlich dann solche Tools wichtig, wo man auch kollaborativ zusammenarbeiten kann. Das geht natürlich auch direkt alles komplett immer über Teams. Da kann man das natürlich auch vorbereiten und dann zusammen in Präsenz irgendwo zeigen und das zusammen mit der Klasse dann umsetzen. Mir sind jetzt noch ein paar Gedanken dazu gekommen. Das ist natürlich der günstige Fall, dass wir ausreichend Laptops und Tablets in der Klasse haben, dass das so möglich ist. Jetzt denke ich mir, wir sind ja eventuell bei älteren Schülern, könnte man das Bring Your Own Device quasi dann reinbringen in die Klasse, sodass sie mindestens mit ihrem Handy kollaborieren können. Was hältst du davon? Oder denkst du, es ist noch eine größere Ablenkung in dem Fall? Ich sehe das erstmal jetzt gefährlich, weil ich den Erfahrungswert schon gemacht habe. Ich finde die Idee von dir gut, ja. Also ich finde die Idee gut, dass man jedem sein eigenes Device bringen kann. Du darfst aber nicht vergessen, Schüler und Schülerinnen lassen sich sehr leicht ablenken von sowas. Das heißt, ich muss sehr, sehr kritische Vorgaben haben. Das heißt, ich muss wirklich von vornherein sagen, das muss alles im Flugzeugmodus bleiben, wo es schon die Problematik gibt. Ich kann die Tools nicht mehr ausprobieren. Wo ich auch so ein bisschen eine Chance sehe momentan, weil du gerade gesagt hast, es hat nicht jeder zum Beispiel die Sachen vor Ort, ist tatsächlich Tools, die auch offline funktionieren. Da sind wir erst in den Anfängen, was dieses Thema angeht, aber
Ich denke mal, ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, das Tool Plickers zum Beispiel. Es ist ein ganz normales Umfragetool. Und da kann ich als Lehrer eine Frage stellen. Und was großartig ist an diesem Tool, ich stelle eine Frage. Ich gehe das jetzt nicht komplett alles durch, aber ich könnte jetzt hier einfach eine Frage stellen, einfach eine Klasse einrichten und eine Frage stellen. Und jetzt habe ich zwar in der Klasse keinen einzigen, der ein Device hat, aber ich kann hier Karten ausdrucken. Und das sind dann Karten, die kann ich drucken. Und jeder Schüler kriegt seine eigene Karte. Das heißt, ein Schüler kriegt hier, ihr seht das, du siehst das hier, das sind verschiedene Karten. Jeder Schüler ist quasi gebrandet, hat ein A, ein B oder ein C. Und je nachdem, was er für eine Antwort als richtig empfindet, dreht er die Karte. Und ich kann das dann als Lehrkraft einfach mit meinem Smartphone einscannen und sehe dann die Ergebnisse vorne an der Wand. Das ist so ein bisschen die Zukunft, vor allem für alle diejenigen, die tatsächlich nicht die technischen Möglichkeiten vor Ort haben. Ist das schon so weit ausgereift, dass das auch in diesem Mischformat funktionieren würde, quasi die Schüler vor der Kamera das hochhalten, oder ist das noch nicht so weit? Das ist ein sehr, das ist, wir machen uns ja auch beide Gedanken gerade, was so passieren könnte. Das ist eine sehr spannende Frage. Also du meinst jetzt zum Beispiel, dass man das verbinden könnte, dass die Schüler vielleicht zu Hause das haben und hochhalten und der Lehrer das dann auch über den Screen zum Beispiel einscannen kann. Oder was hast du genau gedacht? Genauso hätte ich es mir vorgestellt, aber ich sehe jetzt schon das Problem, dass die meisten Kameras ja quasi spiegeln. Dann ist es ja Genau. schon mal Ende Gelände wahrscheinlich. Ja, das ist sicherlich ein guter Ansatz und denkbar möglich. Aber ich denke, das sind Wege. Und man kann natürlich auch in der Klasse einerseits hier das abscannen und die Schüler und Schülerinnen von zu Hause kann man über ein anderes Tool zum Beispiel zuschalten. Es geht ja immer auch relativ simpel, muss man sagen. Also ich kann dir mal kurz noch ein weiteres Beispiel zeigen zu dem Thema. Es gibt ein wunderschönes Tool, das heißt, es ist der Answer Garden. Ja, den kennst du vielleicht schon, aber ich finde den für so einen Fall auch klasse zum Beispiel. Und jetzt kann ich hier einen Link generieren über dieses Plus und gehe jetzt mal hier auf 40 und jetzt gehe ich auf Create und gehe jetzt hier weiter. So, und jetzt muss ich erstmal einen Baum pflanzen. Du siehst, man ist live und auch die Tools gehen manchmal live nicht. Ich probiere es nochmal. Gehe hier nochmal rein, ohne einen Baum zu pflanzen, hoffentlich. Stelle hier eine Frage. Was ist euer Lieblingsland? Also ich versuche es nochmal und wenn es jetzt dann wieder nicht geht, erkläre ich es kurz. Und dann gehe ich auf Create. Jetzt ist es da. Siehst du. Und jetzt habe ich hier, das ist eine Lösung für beide. Ich habe hier oben die Frage und die Schüler und Schülerinnen aus der Klasse könnte ich ja fragen direkt oder wirklich fragen, was ist euer Lieblingsland? Der eine meldet sich, sagt Spanien, der nächste meldet sich Italien. Dann schreibe ich das hier als Lehrkraft rein. Also ich schreibe hier tatsächlich rein, der eine hat gesagt Italien, ja, und der nächste hat gesagt Spanien. So. Und für die, die zu Hause sitzen, die können das selber machen. Die kriegen einfach diesen Link, ja, den schicke ich ihnen und dann habe ich quasi Präsenz und online miteinander verbunden. Das wäre ein Weg, den ich mir vorstellen könnte. Das könnte man ja noch weiter treiben, wenn man Tools nutzt wie WooClub, wo man offene Fragen beantworten kann und tatsächlich zum Buch, was man gerade behandelt, jetzt im Deutschunterricht zum Beispiel, oder ein kurzes Resümee in 10 Sätzen, könnte man das ja genauso parallel auch machen. Ja, genau. Also ein sehr guter Ansatz. Du siehst, wir entwickeln hier gerade auch komplett neue Konzeptideen, was super ist. Also man muss, und das ist auch ein kleiner so ein Appell an mich, man muss das auch als nicht nur negativ sehen, man muss das auch als Chance betrachten. Ja, das ist tatsächlich, und ich lege mich so ein bisschen fest, dass das Blended Learning, das wird sicherlich so ein bisschen die Zukunft sein. Das heißt, man lernt was theoretisch online und man hat was in Präsenz und hat dann wieder die Möglichkeit, das online zu lernen. Und ich glaube, genauso wie das als Zukunftsmodell realistisch ist, muss man sich auch überlegen, jetzt mit dieser Situation, mit dieser Aufteilung irgendwie umzugehen und das Beste daraus zu machen. Und das, was wir jetzt da besprochen hatten, sind sicherlich Ansätze, die man weiter verfolgen kann und die ja auch spannend ist. Also die Welt von außen mit der Welt von innen zu verbinden quasi. Ich sehe das ganz ähnlich wie du. Also ich denke, dass wir, so schlimm die Situation auch ist und so viel sie uns nervt und auch als Lehrer nicht unbedingt in einfache Situationen bringt, dass es aber auch eine große Chance war für viele, weil wir gezwungen wurden, uns mit Sachen zu beschäftigen,
an die wir vielleicht gar nicht mal erst gedacht hätten. Und ich denke, dass das die Bildung schon einige Jahre jetzt nach vorn katapultiert hat. Zumindest. Auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also das ist, wir haben am Anfang, wo wir diese Online-Seminare gehalten haben, haben wir darüber gesprochen. Das ist etwas, was vielleicht in 5 bis 10 Jahren sonst nicht umsetzbar gewesen. Und jetzt gibt es hier viele Möglichkeiten. Also auch an Sie da draußen ganz klar der Appell. Das ist wirklich etwas, wo wir auch dran wachsen können. Und auch wenn das manchmal anstrengend ist und auch wenn das manchmal nicht einfach ist, aber es sind auch so viele tolle Möglichkeiten, die sich dadurch entgeben. Ich erreiche Schüler, die vielleicht aus sozialen Brennpunkten kommen, die vielleicht manchmal auch keine Möglichkeit haben, in die Klassen zu kommen. Und die können sich dann vielleicht von irgendwo zuschalten, wenn sie die Möglichkeit haben und vielleicht sogar nur über das Smartphone. Also das ist schon etwas, was sicherlich auch diesen ganzen Unterricht revolutionieren kann und was ich nicht immer nur negativ betrachten sollte, auch wenn es natürlich für alle gerade eine schwierige Situation ist. Das weiß ich schon auch. Dann hätte ich noch eine allgemeinere Frage. Also wir haben jetzt über viele Themen geredet. Was mich jetzt noch ein bisschen interessiert, wäre die Dauer der Online-Veranstaltung. Also ich sehe es als sehr schwierig, die Online-Kinder den ganzen Tag da quasi mit weiterzuziehen. Da stelle ich mir vor, dass spätestens nach einer Stunde 3/4 der Schüler raus sind oder nur noch ein Foto hinter der Kamera stehen haben. Ja. Ja, Jeff, also da hast du vollkommen recht. Also was in Klassen schon manchmal problematisch ist, 5, 6 Schulstunden, wo dann 5 bis 6 Stunden sind viele dann schon relativ abgelenkt, ist online noch viel schlimmer. Ja, das muss man wirklich sagen. Also wer jetzt da denkt, der kann jetzt einfach 6 mal 45 Minuten Unterricht machen, das funktioniert einfach nicht. Was mehr funktioniert, ist das System, was auch über Moodle natürlich sehr gut funktioniert, ist einfach die Tatsache, dass man wirklich Aufgaben vergibt und die Aufgaben über Moodle einspielt und sich dann nochmal trifft. Ich rate alle Lehrer und Lehrerinnen, sich tatsächlich zu einem festen Termin immer Anfang der Woche auf jeden Fall auch online dann immer zu treffen, Sachen durchzusprechen, feste Termine zu machen. Und zeitlich würde ich sagen, 45 Minuten als Einheit insgesamt, ja, man kann natürlich dann wirklich noch eine zweite machen und auch noch eine dritte, aber dann wird es nur langsam hart. Und was man auch immer wichtig beachten sollte, ist diese 8-9 Minuten Aktivierung. Ja. Du und ich sind deswegen auch im Gespräch und einer redet jetzt nicht gerade nur 30 Minuten. Dadurch steigt einfach dann die Aufmerksamkeit. Finde ich eigentlich ganz gut, würde ich auch so machen, dass man einfach Präsenz Termine hat, wo man einfach für die Schüler da ist, wo man auch das Gefühl gibt, ich bin zwar nicht physisch präsent, aber ich bin trotzdem für euch da. Ich denke, dass das für viele Schüler wichtig ist. Du hast auch gesprochen von sozialen Brennpunkten. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, damit manche Schüler nicht auf der Strecke bleiben und irgendwie vergessen werden, als kleine Klammer zu unserem Thema. Ja, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall, ja. Jetzt reden wir von der Dauer. Jetzt will ich diese Veranstaltung hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Gibt es noch einen Punkt, den du ganz gerne ansprechen würdest, der dir ganz wichtig erscheint jetzt für die Zuhörer draußen? Ich glaube, wir haben wirklich das Allerwichtigste zusammengefasst. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist ganz klar, das war jetzt ein kleiner Teil, ja, diese Veranstaltung, wir haben es am Anfang schon angesprochen, die wird es natürlich auch noch mehrfach geben zum Thema Distance Learning. Da werden noch ganz, ganz andere Punkte angesprochen. Ich möchte einfach so ein bisschen Mut zusprechen in der momentanen Zeit. Ja, einfach haben Sie ein bisschen Vertrauen auch in die Technik, in die Grundlagen. Haben Sie auch ein bisschen einfach Vertrauen in sich selbst. Das finde ich ganz wichtig. Und Selbstbewusstsein ist in der aktuellen Zeit natürlich auch ein wichtiger Punkt. Auch ich bin nicht immer komplett bei mir, aber Selbstbewusstsein, selbst mit sich umzugehen, präsent zu sein, vor den Schülern hier in dem Online-Raum so zu stehen, wie zum Beispiel auch in der Klasse, das ist ein wichtiger Punkt. Seien Sie präsent und hauen Sie mal auf den Punkt auch, wenn irgendwas nicht so passt. Das ist vollkommen okay. Man kann sich hier online auch so verhalten wie in der Klasse. Natürlich alles im Rahmen, aber wichtig ist, dass man hier präsent ist und das mit aktiver Energie auch rüberbringt, die Inhalte. Ich finde aber auch, der Mut zu Neuem sollte gegeben sein, damit man einfach auch mal was Neues ausprobiert. Und wenn das dann schief geht, dann ist das halt auch schief gegangen, weil es ist eine neue Situation für uns alle. Ja. Und ich denke, da muss sich niemand schämen, wenn das dann auch mit dem Whiteboard das erste Mal nicht geklappt hat. Also ich denke, dass auch Schüler eine gute Ressource sein können, weil die sind in manchen Geräten und manchen Tools auch sehr fit. Und ich glaube, es ist auch keine Schande, als Lehrer einfach mal zuzugehen, hey, ihr kennt euch ja super aus, ich noch nicht, wie könnte man das am besten machen?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den du da am Schluss auch noch selber jetzt angesprochen hast, dass die Schüler sind unglaublich weit. Die haben so viel Ahnung, was Technik angeht. Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, das ist ihr Leben. Die wachsen damit auf, die wachsen mit Gaming auf, mit Musik wachsen die auf, die sehen jeden Tag diesen Input. Und wir müssen auch ein bisschen das mitgehen. Wir können nicht noch vom Tageslichtprojektor stehen und Folien aufladen, so wie, keine Ahnung, 1985. Das ist. Die Technik geht auch weiter und ich kann mich nicht komplett dagegen sträuben und ich muss einen Mittelweg finden. Ich kann auch nicht nur Tools im Unterricht verwenden, sondern ich brauche einen Mittelweg, der einfach passt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste gerade. Für mich wären das dann tolle Schlussworte gewesen, wo man Sehr noch schön. den Leuten Mut zuspricht. Es ist eine schwierige Situation für uns alle. Ich glaube, dass wir alle schon viel gelernt haben und auch noch viel lernen werden. Und dann würde ich von meiner Seite aus den Leuten noch einen schönen Tag wünschen. Und es hat mich gefreut, dass sie eingeschaltet haben. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mir auch Dankeschön und hoffentlich haben wir ein bisschen an Input weitergeben können. Bleiben Sie mutig, haben Sie Vertrauen in alles und auch danke fürs Zuhören und Zuschauen.